Wir werden heute einen Gewürztraminer probieren von Villa Wolf. Der Winzer ist Herr Möllendorf und der Inhaber des Weinguts ist Dr. Losen. Und was passt zum Gewürztraminer am besten? Natürlich ein Leber. Und diesmal haben wir einen Hühnerleber. Und die habe ich schon meliert. Und wir haben Gemüse dazu, also Sellerie, Kartoffeln, Zwiebeln. Die Zwiebeln sind frisch. Und später kommen die Äpfel dazu. Und ich tue jetzt erstmal das Gemüse in den Ofen rein. Und 10 Minuten vorher werde ich die Äpfel dazu tun. Und dann probieren wir alles und dann werde ich auch ein paar Wörter zum Wein sagen. Ich hole jetzt das Gemüse aus dem Ofen. Und tue die Äpfel dazu, weil die Äpfel brauchen wir nicht so, sonst werden die matschig. Und eine Berberitze, die tue ich auch, das passt sehr gut. Das ist, hat einen säuerlichen Geschmack und passt sehr gut zu Leber. Und jetzt kommt nochmal ein bisschen Olivenöl dazu. Genau. Und wird gemischt. Ich glaube, ich tue noch ein bisschen Berberitze. Ja. Jetzt kommt es in den Ofen rein, noch 10 Minuten. Ich habe das Gemüse jetzt auf den Tellern verteilt. Jetzt kommen die Hühnerleber dazu. Okay, dann ein bisschen Koriander, Minze und von der Sellerie, das Grün, kommt auch dazu. Okay, jetzt als Topping, also Salz ist nirgendwo drin und dann habe ich ein bisschen Salz und nehme die Pfeffer dazu. Olivenöl. Und Apfelbalsam. Acetikobalsam, Köpfung Apfel. Also so sieht es die Speise aus. Jetzt kommen wir zu unserem Gewürztraminer, wie ich vorhin erwähnt habe, von Villa Wolf, ein Gewürztraminer. Sie wissen ja, Gewürztraminer ist eine aromatische Sorte. Hellgelb ist klar. Fruchtig, leicht, köstlich sanften Textur mit einer zarten Aroma von Gewürzen und exotischen Früchten. Ein duftiger, würziger Gewürztraminer im traditionellen Stil als feinherber Wein. Also, dann bis zum nächsten Mal hier. Zum Wohl.